Ein herzliches Willkommen zur Liebes-Lego im Januar 2020. Meine Lieben, wir schauen uns an, was wir haben, was im Januar so liebestechnisch los ist, was man nutzen kann hoffentlich. Ich habe hier verschiedene Kartendecks. Das ist das Kartendeck der sexuellen Magie. Ja, das ist ein englisches Kartendeck, das gibt es nicht in Deutsch. Wir haben hier die Weisheitskarten, die ich auch sonst in den Legungen verwende. Da gibt es auch Bestimmungen für Beziehungen, das wählen wir aus. Und dann haben wir das Illuminaten-Tarot, falls es euch interessiert. So, dann wollen wir jetzt mal loslegen für die einzelnen Sternzeichen, was wir im Januar haben. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau, zur Liebeslegung für den Monat Januar. Wir schauen uns an, was das Thema für dich ist in der Allgemeinlegung, sowohl als Paar als auch als Single. Wir schauen, was ist das Thema im Monat Januar für die Jungfrau? Die Liebenden, sehr schön. Das heißt, eine Entscheidung in Sachen Liebe. Bei dir haben wir die 7 der Schwerter, was keine schöne Karte ist, denn sie bedeutet auf der einen Seite mit etwas davonkommen wollen, auf der anderen Seite etwas verbergen wollen. Auf der anderen Seite haben wir den König der Schwerter, Luftenergie, und das bedeutet, jemand haut dir auf die Finger. Aber es ist halt Klärung, Wahrheit, und da kann jemand auch unschöne Worte benutzen. Aber es ist Authentizität, es ist Wahrheit, es ist Klarheit. Wie harmoniert ihr? Wir haben den Neubeginn mit dem Narren, also unbelasteter und freier Neubeginn ist drin. Worauf solltest du achten? Unabhängigkeit, Freiheit auch, ne? Jeder ist für sich unabhängig ein Individuum. Der Ratschlag, 2 der Kelche, sich auf Augenhöhe begegnen, also den anderen wertschätzen, genauso wie du wertgeschätzt werden möchtest. Ausgang ist die 4 der Kelche, und das bedeutet, ja, irgendwas ist da im Argen, ist da im Busch, was ja nicht so wirklich das ist, was man möchte. Wir schauen uns das Ganze jetzt mit dem 2. Kartendeck an und wollen mal sehen, was wir da herausfinden können für die Jungfrau im Monat Januar. Da haben wir gemäßigt. Ja, vielleicht ist das Thema, dass du oder dass ihr beide die Liebe nicht wirklich zum Thema macht, sondern mit anderen Dingen beschäftigt seid. Wir haben die 7 der Schwerter, so dass du ja Dinge für dich behältst oder versuchst, Dinge eben deinem Partner, deiner Partnerin nicht zu Ohren kommen zu lassen, oder dass du irgendwas nicht möchtest, dass derjenige das weiß. Wir haben die 5 der Stäbe, das ist ein innerer Konflikt oder ein Wettbewerb, in dem du dich da befindest, und den möchtest du möglicherweise nicht weitertragen. Wir haben auf der anderen Seite den Mond. Das ist ja Sensitivität, Sensibilität und auch sich mit seinen eigenen schlechten Seiten beschäftigen, also Dinge verbessern wollen. Sensitivität kann aber dazu führen, dass da Misstrauen entsteht, ja, weil die Person eben spürt, da ist irgendwas. Ihr harmoniert mit dem Narren und dem Wagen, also die Dinge fließen, gehen voran, also die Dinge laufen eigentlich gut. Worauf du achten solltest, ist die Unabhängigkeit und die 8 der Stäbe, die Kommunikation. Und ich denke, es geht darum, einfach auch zu kommunizieren, dass du gewisse Freiheiten brauchst oder dass du Dinge regeln musst und ja, mit deinem Gegenüber sprichst, ihr beide miteinander sprechen solltet. 2 der Kelche ist der Ratschlag, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Vielleicht ist das ja auch nicht der Fall. Egal, ob du jetzt Paar bist, also ein Teil eines Paares, oder Single, es geht darum, tatsächlich auch mit Dingen, ja, über Dinge zu sprechen, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Und der Stern, das könnte im Januar besser laufen, weil wir die Heilungskarte der Sterne haben. Das ist die Wassermannkarte, und das bedeutet, dass man vielleicht auch tatsächlich sich auf die gleiche Ebene begibt. Aber wir haben die 4 der Kelche, und die haben wir nochmal. Also so wirklich zufriedenstellend ist das Ergebnis noch nicht im Januar. Ihr harmoniert zwar mit euren Zielen, dass ihr die Dinge in die Hand nimmt, dass ihr da mit dem Narren einen Neuanfang wollt, aber so wirklich auf den Punkt gekommen seid ihr noch nicht. Wir haben jetzt für dich als Orakelkarte die Macht der Fantasie und wollen mal schauen, was das im Beziehungsleben bedeutet. Macht der Fantasie. Was haben wir für dich? In Dingen des Herzens geben wir uns leicht Tagträumen hin, in denen wir uns mit einem anderen Menschen verbunden sehen. Das kann zwar sehr romantisch sein, aber wenn du dir eine reale Verbindung mit diesem Menschen wünschst, musst du auch etwas dafür tun, nicht nur davon träumen. Es ist jetzt Zeit, deinem Tagträumen
deinen Tagträumen zur Verwirklichung zu verhelfen, den Schritt von der Illusion zur Realisierung zu wagen. In Beziehungen geht es darum, in Kontakt zu sein, sich dem Tanz zu überlassen, in dem Fantasien Form und Gestalt annehmen. Die Botschaft dieser Karte an dich ist, dass jemand mit den Eigenschaften, wie du sie dir erträumst, in dein Leben treten und dir Anstöße zu positiven Entwicklungen geben kann. Also, vielleicht bist du hier auch mit anderen Dingen beschäftigt und solltest dich mit deinem Partner, deiner Partnerin oder potenziellen Partner, Partnerin so ein bisschen ins Tagträumen hineinbringen, Ideen verwirklichen. Wir haben ja auch hier in der Harmonie, haben wir ja auch den Wagen. Also Dinge umsetzen, nicht nur darüber sprechen oder davon träumen, sondern tatsächlich auch Hand anlegen und die Dinge umsetzen. Wir haben die Mäßigkeit und wir haben eine Entscheidung der Liebenden. Das heißt, machen wir es oder machen wir es nicht? Setzen wir es um oder nicht? Und hier sieht es so aus, als ob da so ein bisschen die Trägheit Oberhand gewinnt. Ja? Vier der Kelche ist halt, dass man nicht wirklich zufrieden ist. Und da sollte man dann natürlich selbst auch dafür sorgen, dass sich das ändert. Und wir haben hier die Heilung, dass man sich auf Augenhöhe begegnen kann. Und daran solltest du auf jeden Fall arbeiten, dass ihr so auf der gleichen Wellenlänge seid, liebe Jungfrau. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich über die Dinge sprecht, die euch so vorschweben, was ihr umsetzen wollt, ja? Ich wünsche dir viel Erfolg im Januar dabei und wenn es dir gefallen hat, dann sehen wir uns nächsten Monat wieder. Bis dann.